Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob diese Box euch 100 Dollar wert gewesen wäre oder habt ihr sie vielleicht sogar? Also bei dem ganzen Stuff... Ich habe sie sogar noch original verpackt, das muss man sich mal reinziehen. Und gegradet, leider von der falschen Firma. So, Freunde, wir schauen. Limited Editions von Rockstar Games, gut oder nur teuer? Fragezeichen. Von i3 Ashix, davon haben wir ja schon, von ihm haben wir ja schon ein paar Videos geguckt. Ich habe auch ein paar Collectors Boxen Editions von Rockstar Games. Ich habe die Collectors, das ist die Special Edition von GTA 4, die habe ich mir im Nachhinein gekauft. Da müsste auch alles dabei sein. Dann habe ich die Collectors Edition, die habe ich sogar zweimal von GTA 5 mit dem Basecap. Einmal habe ich sie mir selber gekauft und ein anderes Mal habe ich es mir nochmal extra von jemandem abgekauft. Für die PS3 war das. Und die Special Edition von GTA 4 ist auch für die PS3. Und dann habe ich die Red Dead Redemption 2 Collectors Box. Gegradet. Und ein bisschen kaputt. Ja. Danke, Grading-Firma, die es nicht mehr gibt. Super, ne? Hätte ich es nicht zurückgeschickt, damit sie das Label berichtigen, was sie dann am Ende nicht gemacht haben, wäre sie jetzt noch ganz. Also sie ist jetzt eigentlich noch ganz, sie ist ein bisschen eingedrückt an einer Seite. Und ich überlege natürlich, ob ich das Ding nochmal zu VGA schicke, aber es ist relativ schwer. Und da muss man mal gucken. Gut, jetzt schauen wir erstmal das Video, Freunde. Falls ihr mich supporten wollt, wie immer, Abo dalassen, Kommentar. Falls ihr auch ein paar Limited Editions von Rockstar Games habt und einen Daumen nach oben. Und wir freuen uns natürlich auch über die Collectors Edition für GTA 6, die dann irgendwann kommt. Dazu werde ich auch wahrscheinlich ein Video machen oder irgendjemand anders macht ein Video dazu und ich gucke es mir an. Wir gucken mal. Aber wenn es eine Collectors Edition gibt, dann gibt es auf jeden Fall auf meinem Kanal ein Unboxing-Video. Und falls ihr Unboxing-Videos sehen wollt, ich habe eine ganze Playlist auf meinem Kanal, in YouTube, auf YouTube. Let's go. Limited Editions bieten Fans die Möglichkeit, noch mehr coolen Stuff zu erwerben und nicht nur eine olle CD zu kaufen, die ins Laufwerk eingeschoben wird. Vorausgesetzt natürlich, dass das noch geht. Meist richtet sich dies an Sammler von bestimmten Filmreihen oder Videospielreihen, die bereit sind... Das habe ich auch im Übrigen. Dieses Schwert. ...bei noch eine Menge Geld auszugeben und keine Angst davor haben, dass ihr Portemonnaie mehr Staub als Kupfer enthält. Auch das Video habe ich auch gesehen. Hier, das ist die Special Edition von GTA. Rockstar Games hat verschiedene Limited Editions auf den Markt gebracht, die das Fanherz höher schlagen lässt. Und über die wir heute reden. Viel Spaß dabei. Eins muss euch bewusst sein, bei Limited Editions darf Geld keine Rolle spielen. Teilweise gibt es absurd teure Editionen, ja, wie die Special Edition von Resident Evil 6, bei der ihr unter anderem eine Lederjacke für einen Taui bekommt. Dann gibt es aber noch absurde Limited... Falls ihr absurde Collectors Editions sehen wollt, Freunde, geht mal in meine Playlist auf YouTube unter Reactions und die ersten 10 oder 20 Videos, da sind immer so ein paar Videos dazwischen, da geht es um Collectors Editions. Könnt ihr euch gerne angucken. Komplett abgefahren. Editions, wie bei dem Game Panty Party, wo ihr einfach mal einen Schlüpfer in der Packung habt. Ja. Da können wir ja wirklich froh sein, dass bei den Rockstar Special Editions nie ein Schlüpfer von Big Smoke drin war. Allerdings gab es bei den Special Editions von Rockstar wirklich meist sinnvolle Artikel und sogar exklusive Inhalte. Wusstet ihr zum Beispiel, dass es einen 20-minütigen Film von GTA San Andreas gab, der vor der eigentlichen Handlung vom Spiel erzählt? Falls nicht, dann wisst ihr, was ich mit exklusiven Inhalten meine. Zu dem Film kommen wir aber dann später im Video. Los geht es jetzt erstmal mit der Special Edition von GTA 4. Ab dem Erscheinungstag von GTA 4 gab es neben dem regulären Spiel auch die sogenannte Collector's Edition zu erwerben. Preislich schlug diese mit ca. 90 Dollar zu Buche. Klingt... Das muss man sich mal reinziehen, das Ding hat 90 Dollar gekostet. Für Rockstar-Verhältnisse echt wenig und das war es auch, denn man hat einiges dafür bekommen. Ich muss mal gucken, wir machen mal kurz eine Pause. Ich muss mal gucken, weil ich habe mir damals die Collector's Edition bei Amazon bestellt.
Jetzt gucken wir mal. Grand Theft Auto. Ob ich noch finde. Ja, hier, Collector's Edition, bestellt am 25.05.2013. Bestelldetails ansehen. Die hat 129 Euro gekostet. Die Collector's Edition von GTA 5 für die PS3. 129, also 130 Euro. Krass, ne? Das ist doch günstig. Neben dem Hauptgame für die PS3 oder Xbox 360 hat man ein Artbook mit bis dato Ja. unveröffentlichten Artworks erhalten. Noch dazu eine Musik-CD mit exklusiven Soundtracks zu GTA 4 und sogar noch eine Sporttasche von Rockstar Games, womit kein Die habe ich mir noch gar nicht so im Detail angeguckt, Alter, die Tasche. Ist die so gefüttert von innen? was Krass. anfangen konnte, weil Gamer machen ja keinen Sport. Das ist eher, wisst ihr, was das für eine Tasche ist? Das ist eine Bankraubtasche. Da konntet ihr das Geld reinpacken, wenn ihr einen Bankraub gemacht habt. So eine Tasche ist das. Dazu gab es noch einen Schlüsselanhänger, wozu. Das sollte man im Übrigen auch wissen, wenn man die Story gespielt hat von GTA 4. Weil da gibt es eine Mission, da macht ihr einen Fragt Bankraub. ihr euch? Na, um die schwarz beschichtete Metallbox zu öffnen, in der sich der ganze Stuff befand. Leute, Aber ich glaube, ich habe das noch nicht ausgepackt, weil die war noch in Folie. Die Tasche. ich wiederhole nochmal, das alles gab es für circa 90 Dollar. Oder ihr holt euch einfach eine Jacke für 1000 Dollar. Also ich muss schon sagen, dass die Collector's Edition von GTA 4 echt was zu bieten hatte. Ist die Special Edition, ne? Ist nicht die Collector's Edition. Man betitelt die so, weil da so viel dabei ist. Und normalerweise müsste die auch Collector's Edition heißen, aber die heißt Special Edition. Macht aber Die nichts. Metallbox passt sich wunderbar jedem Gaming-Regal an. Und die Sporttasche kann man ja verwenden, um Fresstüten von McDonald's besser zu transportieren. Gehen wir doch mal weiter zur Collector's Box von Red Dead Die Redemption habe ich auch. 2. Diese gab es ab dem Release-Tag für knapp 100 Dollar. Ja, nicht ganz. Die gab es davor zum Vorbestellen. Die konnte man vorbestellen. Und die konntest du nur bei Rockstar Games vorbestellen. Klingt auch hier wenig, ja, es gibt da nur einen Haken. Das Spiel an sich Ist war nicht dabei. nämlich nicht mit enthalten. Deswegen heißt es auch Collector's Box und nicht Collector's Das Edition. hat dann nochmal on top 70 Dollar in der Standardversion gekostet. Trotzdem muss ich zugeben, hat man für die 100 Tacken für die Collector's Box auch hier einiges bekommen, was das Sammlerherz höher schlagen ließ. Und alles war in dieser wunderschönen Metallbox enthalten, welche verschließbar war. Habt ihr die Box geöffnet, sprang euch sofort der Katalog von Wheeler, Rawson und Co. ins Gesicht. Sehr gut gestaltet, wie im Spiel eben. Weiter geht es mit einer Schatzkarte aus strapazierfähigem und reißfestem Papier, auf der es Hinweise zu verborgenen Schätzen im Spiel gab. Mit dem roten Halstuch konntet ihr in Real Life, ja, eine Bank ausrauben oder euer Geschirr abtrocknen. Nein, macht das bitte nicht. Also, ich meine das Geschirr abtrocknen. Die Bank könnt ihr von mir aus ruhig ausrauben. In einem Alles klar. Stoffbeutel ist ein Pinset enthalten mit verschiedenen wichtigen Waffen aus dem Game. Weiterhin habt ihr eine vergoldene Challenge Coin erhalten, die auf der Vorderseite einen amerikanischen Büffel und auf der Rückseite eine Landschaft zeigt. Eure Geschicklichkeit konntet ihr bei dem doppelseitigen Puzzle mit 100 Teilen unter Was da alles Beweis drin ist, stellen. ne? Wahnsinn. Auf der Vorderseite vom Puzzle habt ihr den Hafen von Saint-Denis gesehen und auf der Rückseite vom Puzzle war das Rockstar-Logo. Auch ein wirklich schönes Spielkartenset war in der Box mit vielen Charakteren von Red Dead Redemption 2. Was besonders cool ist und was auch das Letzte ist, was ihr in der Box finden könnt, sind die Zigarettenbilder. Mann, hat mich das Sammeln dieser Karten im Game verrückt gemacht. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob diese Box euch 100 Dollar wert gewesen wäre Ich hab sie. oder habt ihr sie vielleicht sogar? Also bei dem ganzen Stuff Ich hab sie hat. sogar noch original verpackt. Das muss man sich mal reinziehen. Und gegradet.
Leider von der falschen Firma. Was man da erhält, hätte ich mir die echt selber gekauft. Jetzt wird es aber endlich mal Zeit für die Special Edition von GTA San Andreas, denn ich denke, ihr seid nun alle ganz heiß auf das exklusive Video, welches ihr bei der Special Edition mitbekommen habt und vor der Story vom Hauptgame spielt. Mhm. Ich kann euch leider nicht sagen, wie teuer die Special Edition damals zum Release am 18. Oktober 2005 war. Oh Mann, wie die Zeit vergeht. Schätze aber mal, nicht viel teurer als das reguläre Spiel, da es bei weitem nicht so viel enthält wie die Collector's Editions der beiden vorangegangenen Spiele. Vielmehr beinhaltet es weitere Kurzfilme. Man erhält unter anderem auf einer Zusatz-CD eine Kurzdokumentation namens Sunday Driver über den Lowrider Club namens The Majestics aus Compton, Kalifornien. Was aber wesentlich spannender war. Also wenn ich zu GTA 6 keine Collector's Edition bekomme, Alter, dann heul ich. Ist und ich brauche zwei. Der Kurzfilm The Introduction. Dieser circa 20-minütige Film zeigt viele Szenen mit. Oder drei. Unwahrscheinlich vielen Charakteren aus dem Spiel vor den Ereignissen, die wir ab der Intro-Sequenz von GTA San Andreas sehen. CJ ist hier zum Beispiel noch in Liberty City unterwegs und es werden viele wirklich interessante Szenen mit Pulaski und Tenpenny oder Big Smoke und Ryder gezeigt, bis zu dem Moment, als Sweet CJ anruft und ihm erzählt, dass seine Mutter verstorben ist. Den Link zum Video habe ich euch in die Videobeschreibung gepackt. Gebt euch echt mal das Video, auch wenn es leider keine wirklich gute Qualität hat. Jetzt geht es aber noch einmal richtig ab, meine Freunde. Jetzt geht's ab. Denn wir kommen zur Collector's Edition von GTA 5. Das Gute war, dass man hier zumindest das Hauptspiel mit erhalten hat. Gekostet hat das Ganze knapp $130. Dafür hat man aber auch hier logischerweise einiges bekommen. Vieles davon aber mehr im Spiel selbst. Also im Online- und im Singleplayer-Modus. Das physische Material. Ich weiß noch, wie ich diese. Da habe ich noch in München gearbeitet. Und dann kam das Paket an. Und ich habe das natürlich aufgemacht. Und dann hatte ich die Box so da stehen. Und eine Kollegin hatte eine Tüte. Da konnte ich das dann so reinmachen. Und dann konnte ich die nach Hause tragen. Ich habe ein bisschen weiter draußen von München damals noch gewohnt. Also nicht direkt in der Stadt. In Oberhaching. Deisenhofen. Und genau, dann habe ich das nach Hause geschleppt. Material, was ihr bekommt. Und das Lösungsbuch habe ich auch dann gehabt. Habt, möchte ich euch aber zuerst vorstellen. In der Collector's Edition war das Hauptspiel GTA 5 als Steelbook-Sammlerausgabe mit exklusivem Artwork enthalten. Daneben gab es eine Blaupause der Landkarte. Konntet ihr mit Schwarzlicht so lang gehen und irgendwelche Geheimnisse mit sehen? Skizzierten Grundrissen von Los Santos und Plain County. Zusätzlich war eine Snapback drin von New Era, die das Los Santos Logo auf der Davon habe ich zwei original verpackt. Frontseite. Habe ich die eigentlich hier? Ja, die stehen da hinten. Hatte stehen hinten auf meinem Regal. Des GTA 5 Logos auf der Seite. Ihr habt auch eine abschließbare Banktasche mit GTA 5 Logo erhalten, die an die ganzen Raubüberfälle im Spiel erinnern soll. Was ich ehrlich gesagt ziemlich nice finde. Ja, aber das war's dann auch schon mit dem physischen Stuff. Denn jetzt kommen nur Dinge, die ihr im Game erhalten habt. Unter anderem ein Hot Rod hat man bekommen. Anderem einen sogenannten Spezialfähigkeitsboost für den Singleplayer. Durch diesen Boost füllen sich die Leisten bei Michael, Trevor und Franklin um 25% schneller. Ihr konntet noch zusätzliche Stuntflugzeugprüfungen absolvieren. Es gab Bonus-Outfits in den Hat man das eigentlich auch bekommen, wenn man dann die oder also die PS4 und die PS5-Version gespielt hat, hat dann irgendwie das Spiel erkannt, okay, ich habe die PS3 Collector's Edition? Wahrscheinlich nicht, ne? Kleiderschränken der Charaktere plus spezielle Tattoos und Angebote in den Ladengeschäften und spezielle kostenlose Waffen im Emunation. Käufer haben für den Online-Modus bekannte Charaktere für die Charaktererschaffung erhalten und zusätzliche Fahrzeuge. Mhm. Diese waren im Singleplayer der 1930er Hot Knife Hot Rod und das Carbon RS Sportmotorrad und im Online-Modus das Elektroauto Camelon. Also ich habe im Online-Modus das hier auf jeden Fall bekommen. Aber ich glaube, das Auto hatte ich auch. Aber das Auto hatte ich nicht im Singleplayer-Modus, da bin ich mir sicher. Ich glaube, das habe ich erst bekommen, als ich im Online-Modus war.
Und den habe ich natürlich immer noch. Das konnte man natürlich mitnehmen. Ich weiß nicht, später ist er dann, glaube ich, auch so normal zum Kaufen gekommen. Ja, und das war auch schon alles. Man muss schon sagen, dass das einiges ist. Trotzdem bin ich gerade bei Collector's Edition immer ein Fan davon, mehr physische Sachen zu haben, die man Ja. sich eben gern anschaut im Ich hätte auch Regal, gerne eine als Figur gehabt. In-Game-Sachen. Und das Witzige ist ja, das ist Trevor, Michael und Franklin, die gab es ja später so als Figuren. Aber die sind jetzt so teuer, da kostet eine, glaube ich, 500 € oder so. Oder im Dreierpack für 1200. Wo du dann noch das Gesicht wechseln kannst und so weiter. Die hätte ich auch gern gehabt, aber die Kohle, oder, nee. Gespannt bin ich auf jeden Fall, was es denn bei GTA 6 so geben wird und vor allem, wie teuer es wird. Lassen wir uns einfach mal überraschen, Leute. Apropos Überraschung, denn hier ist ein Video zum GTA 5 Eisberg, welches überraschend gut ist und ihr euch unbedingt anschauen solltet mit jeder Menge Mythen um das Game. Ein Jo. herzliches Dankeschön geht an meine Kanalmitglieder Shadowcav. Alright, Freunde, jetzt kommt nur noch Abspann, bla 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 bla. Das Video gucken wir auch mal, aber das geht ein bisschen länger. Falls euch das Video gefallen hat, Freunde, auf meinem Kanal, lasst gerne ein kostenloses Abo da, um mich zu supporten. Like natürlich und einen Kommentar. Falls ihr auch so eine geile Collector's Edition habt und geht bei den Kollegen mal vorbei hier bei, ich kann den Namen immer noch nicht aussprechen, ich nenne ihn jetzt einfach mal Ashix. Geht mal bei Ashix vorbei und lasst ihr mal einen Kommentar und ein Like und ein Follow und ein, keine Ahnung, was alles da. Weil der macht gute Videos und sowas sollte man unterstützen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, bis dann. Ciao.